Ein Dreivierteljahr nach der Eröffnung des ersten Solidarmarkts in Hartberg eröffnete die Caritas ihren zweiten SOMA in Mürzzuschlag. Der Bedarf nach solchen Einrichtungen ist im viertreichsten Land der EU offensichtlich vorhanden. Leider. Es ist so, dass wir neben sehr guten Lebenssituationen und Leuten, denen es sehr gut geht, auch das andere haben. Parallel dazu, wir haben Menschen, die in einer sehr schwierigen Lebenssituation sind. Wir haben Menschen, denen es nicht gut geht, denen es schlecht geht, die in besonderer Weise darauf verwiesen sind, dass wir Formen entwickeln, die es ihnen ermöglichen, Unterstützung anzunehmen, damit sie halbwegs vernünftig überleben können. Im vorderen Bereich des Geschäfts in der Wiener Straße 35 befindet sich ein Kleiderladen, basierend auf dem Prinzip eines Second-Hand-Geschäfts. Hier kann jeder einkaufen. Mit einem Einkaufspass erhält man die Ware im angeschlossenen Lebensmittelmarkt um bis zu 2/3 billiger als beim Discounter. Den Pass erhalten Einzelpersonen, die monatlich nicht mehr als 900 Euro und Familien, die nicht über 1.350 Euro verdienen. Pro Kind kommen allerdings weitere 300 Euro als Obergrenze hinzu. Um ein solches Projekt auf die Beine zu stellen, müssen viele an einem Strang ziehen. Der Sozialhilfeverband steht voll und ganz hinter diesem Projekt und hat in der letzten Vorstandssitzung beschlossen, die halbe Miete für dieses Geschäftslokal für die nächsten 3 Jahre zu übernehmen. Für uns ist der Solidarmarkt, also ist dieser Beitrag nicht irgendeine Subvention, sondern gehört eigentlich zu unseren klassischen Aufgaben. Vor allem, weil auch der Solidarmarkt hilfsbedürftigen Menschen der ganzen Region zugutekommen soll. Seitens der Stadtgemeinde ist aus den unterschiedlichsten Bereichen die Idee entstanden, Sozialbereich, Kollegen aus dem Gemeinderat, aber auch aus dem Umweltbereich, wo wir einen Vortrag gehört haben, wie viel Lebensmittel auch verschwendet werden, wie viel völlig intakte Ware weggeworfen wird. Aus all diesen Zugängen heraus sind wir zu diesem Markt gekommen und haben wirklich in einhelliger Meinung alle in einem Strang gezogen und sehr rasch, glaube ich, sehr kreativ dieses Projekt zustande gebracht. Und wir freuen uns, dass wir es heute eröffnen können. Eine enge Zusammenarbeit bei diesem Projekt gab es auch mit dem AMS. Langzeitarbeitslose können hier wieder in den Arbeitsalltag eingegliedert werden. Wir versuchen von Seiten des Arbeitsmarktservice natürlich immer wieder Projektarbeitsplätze zum Wiedereinsteig zu finden. Und wir haben jetzt im Mürzzuschlag natürlich das Glück, dass wir mit diesem Solidarmarkt eine ideale Möglichkeit dazu haben. Wir haben uns natürlich gerne entschlossen, das zu fördern, weil es auch ein gutes soziales Projekt ist. Und ich hoffe auf diesem Weg, dass die Frauen auch leicht einen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt finden. Die Waren werden von Handel, Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber auch viele Privatpersonen haben sich für den Karla Solidarmarkt stark gemacht. Von der ersten Minute an voll engagiert haben sich die Mitglieder der Pfarre mit Zuschlag. In Zeiten, wo es immer schwieriger wird, die Kluft immer größer wird zwischen dem reichen Teil der Bevölkerung und den Armen, müssen wir von der Kirche Zeichen setzen. Wenn wir unser Christsein ernst nehmen, dann müssen wir uns um die Armen kümmern. Christus hat einmal gesagt, was ihr den geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Und von diesem Motto her war es uns ganz wichtig von der Pfarre, hier bei diesem Projekt mitzuarbeiten. Täglich werden Tonnen an hochwertigen Lebensmitteln vernichtet. Im Karla- und Solidarmarkt werden die Produkte an einkommensschwache Personen günstigst abgegeben und somit sinnvoll verwertet. Zu dieser existenziellen Sicherheit.